Jo, was geht, meine GTA-Freunde aus der Levelisten? Willkommen zurück zu GTA 5 Online. Heute wieder mit einem Solo Unlimited Money Glitch. So könnt ihr wieder ein kleines bisschen Kohle machen. Das Solo, ihr braucht niemanden dazu. Was ihr aber braucht, ist eine Basis. In dieser Basis sollte ein Aufklärungsraum sein. Dann braucht ihr einen Bunker, ein MOC. In diesem MOC sollte ein LG Retro Custom stehen, beziehungsweise ein anderes Fahrzeug, welches ihr duplizieren wollt. Die Basis sollte voll sein mit LEDs und dann solltet ihr euch noch in einem freien Modus befinden und ihr solltet eine Heist-Vorbereitung parat haben. Und dann solltet ihr auch noch 10 Flaschen Pisswasser in eurem Inventar haben. Mehr braucht ihr nicht. Ist eigentlich ein super simpler Glitch. Dann würde ich sagen, fangen wir ganz einfach an. Und zwar, wenn ihr in eurer Basis seid, dann geht ihr nur in euren Planungsraum. Wenn ihr dann im Planungsraum seid, registriert ihr euch ganz einfach nur als CEO. Dann drückt ihr einmal die Steuerkreuztaste nach rechts, sodass ihr in den Heist-Menü kommt. Jetzt habt ihr die Auswahl mit euren Vorbereitungen. Ihr wählt euch einfach eine x-beliebige Vorbereitung aus, drückt aber noch nichts. Jetzt geht ihr in eure Freundesliste rein, sucht irgendeinen Freund aus, der GTA Online spielt. Deswegen solltet ihr euch auch im freien Modus befinden, denn jetzt könnt ihr einfach irgendeinem beitreten, denn die meisten spielen ja mit unterstütztem Zielen. Ihr tretet jetzt irgendeinem Spieler bei, drückt also X auf Sitzung beitreten, dann werdet ihr wieder in-game sein. Wenn unten rechts dann Details werden geladen stehen, dann startet ihr eure Vorbereitung. Die erste Meldung, die kommt, die bestätigt ihr mit X und die zweite Meldung dann sofort mit Kreis ablehnen. Nun solltet ihr hier so gefreezed dastehen, beziehungsweise ihr solltet nicht dastehen, ihr seid unsichtbar, seid gefreezed. Jetzt öffnet ihr euer Interaktionsmenü, geht auf Basisverwaltung und geht auf Raubüberfallplanungstafel auf aus, ne? Sollte nicht angezeigt werden. Nun werdet ihr sehen, dass wieder nichts passiert ist, ihr seid immer noch gefreezed. Jetzt drückt ihr einmal die Steuerkreuztaste nach unten, geht zu Franklin oder irgendeinem anderen Story-Charakter. Die Meldung, die dann erscheint, die lehnt ihr mit Kreis ab. Nun seid ihr wieder sichtbar, könnt euch wieder frei bewegen. Ihr öffnet wieder euer Interaktionsmenü, geht auf Basis verwalten, geht wieder auf Planungstafel anzeigen. Also schaltet es wieder ein. Ihr werdet sehen, eure Planungstafel erscheint wieder. Wenn diese dann geladen ist, dann drückt ihr einmal die Steuerkreuztaste nach links und es passiert nichts. So sollte es auch sein. Jetzt lauft ihr in euren Aufklärungsraum. Ihr werdet auch feststellen, ihr habt keine Map unten links. Ihr geht in euren Aufklärungsraum. Wenn ihr dann dort drin seid, geht ihr zu der Überwachungskamera, also dort, wo der nette Dude steht. Drückt einmal die Steuerkreuztaste nach rechts und ihr seid in der Überwachungskamera drin. Diese verlasst ihr wieder mit Kreis und ihr werdet für kurze Zeit unsichtbar sein. Jetzt lauft ihr raus Richtung eure Sekretärin. Wenn ihr wieder sichtbar seid, dann öffnet mal kurz euer Handy, um zu gucken, ob es überhaupt noch funktioniert, weil euer Handy solltet ihr öffnen können. Wenn dies der Fall ist, können wir weitermachen. Ihr geht zu eurer Sekretärin und fordert euch einfach nur ein Buzzard-Kampfheli an. Mit diesem Buzzard-Kampfheli fliegt ihr jetzt zu eurem Bunker. Jetzt müsst ihr ein kleines bisschen Orientierungssinn beweisen, denn ihr habt keine Map. Ihr müsst also wissen, wo euer Bunker sich befindet. Ihr fliegt mit eurem Buzzard ganz einfach dorthin. Wenn ihr dann am Bunker angekommen seid, dann betretet ihr den ganz einfach und lauft dann zu eurem MOC. Wenn ihr in eurem MOC dann drin seid, dann schnappt ihr euch euer Fahrzeug und fahrt mit diesem raus. Jetzt öffnet ihr euer Interaktionsmenü, geht auf Snacks und trinkt Pisswasser. Also ihr betrinkt euch jetzt ganz einfach. Ihr müsst aber aufpassen, wenn ihr Pisswasser trinkt, haltet die X-Taste gedrückt. Also sie setzt an, will trinken, haltet die X-Taste gedrückt, sodass ihr die Flasche auch X leer trinkt. Also sie muss die ganze Flasche, oder euer Charakter muss die ganze Flasche leer trinken. Nicht nur annibbeln und wegwerfen, sondern leer trinken. Dann trinkt ihr 8 Flaschen Pisswasser und ihr werdet ohnmächtig, beziehungsweise klappt zusammen und spawnt an dem nächsten Krankenhaus. Jetzt müsst ihr wieder Orientierungssinn beweisen oder ein bisschen Verstecken spielen. Jetzt müsst ihr euch einen Laden suchen und dort erneut Pisswasser kaufen. Also irgendwo müsst ihr einen Laden rumstehen. Ich bin jetzt in Sandy Shores gelandet, an der Tankstelle war dann ein Laden und dort kaufe ich mir jetzt 10 Flaschen Pisswasser.
beziehungsweise mache meine Pisswasser wieder voll. Das dürfen 8 Flaschen sein, die ich mir dann gekauft habe. Habe ich dann wieder Pisswasser, dann verlasse ich den Laden ganz einfach wieder und fordere mir über meinen CEO ein Buzzard-Kampfheli an. Jetzt fliegt ihr wieder zurück zu eurer Basis. Natürlich habt ihr wieder keine Map, also ihr müsst wissen, wo eure Basis sich befindet. Seid ihr an eurer Basis angekommen, dann betretet diese ganz einfach. Also ihr lauft einfach nur ganz chillig in eure Basis hinein. Wenn ihr dann in eurer Basis drin seid, dann steigt ihr in irgendein Elegy, RH8 oder irgendein Fahrzeug, welches ihr ersetzen wollt. Wenn ihr dann im Fahrzeug drin sitzt, gebt ihr einmal Gas und ihr werdet sehen, alle Fahrzeuge verschwinden. Keine Sorge, die tauchen wieder auf, das backt ein bisschen rum, aber die verschwinden, so soll es auch sein. Jetzt habt ihr wieder das Glück, ihr dürft euch wieder betrinken, ihr öffnet euer Interaktionsmenü und trinkt einfach Pisswasser. Aber wie gesagt, X gedrückt halten, sodass ihr die Flaschen exen tut. Nach 8 Flaschen kippt ihr dann wieder zusammen und ihr spawnt wieder an einem Krankenhaus. Jetzt fordert ihr über euer CEO erneut ein Buzzard-Kampfheli an und fliegt damit zu eurem Bunker. Wenn ihr dann an eurem Bunker angekommen seid, betretet diesen ganz einfach. Seid ihr dann in eurem Bunker, dann seht ihr auch schon euer Fahrzeug, welches ihr vorher rausgefahren habt aus dem MOC, steht immer noch da. Mein Fahrzeug hat ein persönliches Kennzeichen. Ihr braucht kein persönliches Kennzeichen. Das ist vollkommen egal, denn wenn ihr jetzt ins Fahrzeug einsteigt, dann seht ihr auch, euer Kennzeichen ändert sich. Somit ist das Fahrzeug dupliziert. Ihr fahrt damit in euer MOC rein und zack. Euer altes Fahrzeug, was drin war, wird in die Basis überschrieben. Das duplizierte Fahrzeug steht im MOC. Der Glitch ist fertig. Ihr habt ein Fahrzeug dupliziert und jetzt könnt ihr weitermachen. Ich hoffe, euch hat das Video an sich so gefallen. Wenn ja, würde ich mich selbstverständlich über ein Like freuen. Und wenn ihr neu hier seid, dann natürlich auch über ein Abo. Also macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.